Boah, weiß nicht, bin mal echt gespannt, wie das wird. Servus Freunde, es ist wieder soweit. Wir sind zurück in Saalbach-Hinterglemm. Dieses Mal ist aber alles anders, fast zumindest. Mit von der Partie ist dieses Mal unser Freund Mirko. Er war noch nie Mountainbiken in den Bergen. Sein letztes Mal auf dem Rad ist schon eine halbe Ewigkeit her. Das wird lustig. Ja, Mirko, erzähl doch mal. Warum bist du eigentlich hier? Ja, ich bin hier, um wieder biken zu gehen mit den zwei. Weil ich ewig nicht mehr biken war, weil damals habe ich mit denen angefangen, beziehungsweise bin nachgezogen, weil es absolut gebockt hat mit denen. Da zwei und Home-Trail. Ja. Immerhin saß er schon mal auf einem Mountainbike. Das hilft hier in den Bergen selbstverständlich enorm, wenn man zumindest weiß, wie stark zum Beispiel so eine Scheibenbremse sein kann. Und ach ja, vielleicht kennt ihr Mirko ja noch von unserer Nordic No Ride Serie. Also Ziel von der ganzen Serie ist quasi, dass wir Mirko hier, Eike und ich waren mittlerweile schon tausendmal in Saalbach, quasi alles zeigen, von den Trails bis hin zu den leckeren Hütten, wo man essen und trinken gehen kann, bis hin zu dem Abendwipe, wenn man dann abends noch ein Bierchen aufmacht auf dem Balkon, das komplette Programm Saalbach und Eike und ich hoffen dabei auch, dass wir selbst Saalbach nochmal neu vielleicht entdecken können, weil für uns ist ja mittlerweile irgendwie, was finden wir als nächstes und nicht, was finden wir irgendwie neu oder schön hier. Also wir kennen ja schon alles. Und deswegen hoffen wir, dass wir durch Mirkos strahlende Augen und Mirkos Aufregung auch wieder kleine, aufgeregte Kinder werden, ja, die durch Saalbach spazieren. Und wir sind mega gespannt, was Mirko für einen Progress macht. Hoffentlich besser als Eike und ich beim Skifahren in Saalbach. Euch erwarten hier vier spannende und lustige Episoden aus Saalbach. Weiß nicht, bin mal echt gespannt, wie das wird. Gemeinsam mit Eike, Mirko und mir. Wir sind gespannt, wie Mirko sich schlägt und ich hoffe natürlich, dass Eike und ich auch mal zum Schredden kommen. Sorry Mirko. Das hier ist Tag 1 aus Saalbach. Let's go! Und wie fühlt sich an mir? Spike. Extrem ungewohnt, weil ich ja eins mit einer Doppelbrücke hatte. Sitzen fühlt sich extrem geil an. Also bisher nichts Negatives. Bist du hyped jetzt durch das Fahrrad? Hyped? Ja, schon, wenig, oder? Ja, auf jeden Fall habe ich Bock, mit dem zu fahren. Also ich finde, das Aussehen ist auf jeden Fall geil. Ja, das ist echt. Also Bikes sind wirklich Hammer aus. Sachen packen und dann los auf den Übungsparcours, ne? Genau. Dann darfst du da erstmal ein bisschen dich einfahren. Ja, mich einfahren. Na gut, dann bis dann. Gleich. Jo. Let's go. Wir schauen auf die Strecke, gell? Ja. Was ist unter dir? Ist ziemlich wurscht, gell? Das Bike fährt überall aus, gell? Ja. Ja, mit der Federung und so. Ich muss auch denken, du hast den Dämpfer hinten, aber dein Knie ist auch der Dämpfer, gell? Du hast die Feder vorne, dein Ellbogen ist auch ein Dämpfer, gell? Probier mal, oder? Okay, ja. Komm mal. Passt? Passt, ja. Geht schon. Mit dem Kinderlift. Ready? Einer. Ja. Vier, gell? Das heißt da Little Monty, Little Proline, Little Panorama, Little Hackelberg, weißt du? Und da ist das Uphill Flowlink, was da ist der Vorderbahn. Eigentlich ist das gebaut in Richtung des Trails. Will you make it back again?
Ja, also eingerostet noch ein bisschen, aber was, ah, kommt wieder. Die Kuppel ist locker. Ja, guck mal, die Kuppel. Die Kuppel, aber hier. Thanks, zu locker. Ach so. Ach so. Weiter. So. Ganz normal gesprungen, landet auf einmal, hat es gemacht. Oh. Und ja, jetzt sind wir hier wieder vom Skill Bike Shop. Jetzt gibt's ein neues Bike. Jetzt gibt's ein E-Bike tatsächlich. Cool. Für mich. Dann? Genau. Aquatten. Aquatten. Fuck. Confirmed? Chili Farcast. Das ist saugeil. Eigentlich auch noch. Zufrieden? Boah. Soll ich irgendwas sagen? Deswegen ganz geil, das Ding. Probier mal. Fuck. Kann das Ding was? Fuck. Oh. Gottlos. Ist unfassbar lecker. Kann der was? Ich würde sagen, passt auch. Ja, also lief besser als gedacht. Also ich bin ganz schön gerast. Echt top. Und also die Tipps vom Guide von Skill habe ich auch, denke ich mal, gut umsetzen können. Und ja, also Niklas und Alk haben mir noch ein paar Tipps gegeben mit den Kurven. Und habe ich auch, fand ich, besser genommen dann zum Schluss. Ja, sau stark. Ja.